So, nach dem knappen Sieg gegen Stuttgart geht es jetzt gegen den 1. FC Nürnberg am zweiten Spieltag. Und die sind im Moment auf Platz 6, sind die. Da kann man mal schnell schauen. So, Tabelle. Ja, Nürnberg ist auf Platz 6, hat aber nur unentschieden gespielt. Die teilen sich den 6. Platz mit mehreren Mannschaften. Und Schalke ist im Moment Tabellenerster. Gut, wir haben jetzt auch einen Spieltag. Das wird sich allerdings noch ändern. Und wir können dann gleich weitermachen. Ja, pass auf. Der ist nicht so wirklich fit. Dann darf er auch nicht spielen. Jetzt tun wir den halt, pass auf. Wen tun wir denn da rein? Einen Zentralen brauchen wir. Wer ist denn zentral? Jiraschek. Dann mit den rein. Und dann, pass auf. Der ist eigentlich fit, dann tun wir den raus. Und Cavallo geht mit. Navio bleibt auch daheim. Und Ox darf mitgehen. Und im Sturm von der Jahr muss Lasoga drin bleiben. Und pass auf, da muss noch was einstellen gehen. Bei der Standardsituation, weil Lasoga mit Eckbälle schießt. Gut, dann hätten wir das. Und bei den Trikots kann man es so lassen, oder? Nürnberg in Rot, wir in Weiß. Das passt eigentlich ganz gut. Genau, das lassen wir so. So, also wie gesagt, der zweite Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg. Und natürlich versuchen wir das auch zu gewinnen. Vielleicht einmal ein bisschen deutlicher. Nicht so, ja, so knapp wie gegen Stuttgart. Wobei wir gegen Stuttgart ja noch ziemlich Glück gehabt haben. Die haben ja am Schluss also noch riesen Chancen gehabt. Und Adler hat uns davon gerettet. Nielsen. Pinola auf Kiyotake. So, Beister fängt den Ball ab. Jiraschek. Marcel Janssen. Ja, Lasoga. Kann sich da super freischalten. Also freispielen. Und kann den Abschluss machen. Und es war knapp für Schäfer. Sehr knapp. Gibt damit die erste Ecken. Ja, in die Hände von Schäfer, kein Problem. So, Ilicevic. Und man muss immer fein mit beiden Joysticks arbeiten. Also so im Zweikampf und so. Weil wenn man das nicht macht, dann ja, hat man eher wenig Chancen, dass man irgendwie den Ball weiterbringt. Ilicevic, Marcel Janssen, ja, Lasoga und wieder knapp für Schäfer. Chandler, Vollner, Esswein, ja, wo ist jetzt? Ja, war scheinbar ein Foulspiel.
War nix sehen. Vollner. Und ja, es macht auch der Computer macht natürlich auch seine Fehlpässe. Ja, Van der Vaart kommt da nicht vorbei, oder? Nein. Pinola. Einwurf Nürnberg. Und nochmal Einwurf. Pinola. So, Einwurf jetzt für Hamburg. Westermann. Marcel Jansen. Ja, ich muss mir immer noch umstellen. Das Passsystem ist noch nicht übergegangen. Lasoga, den erwischt er nicht. Chandler, Vollner. Und das war ein schöner Pass. Aber Schäfer hat ihn wieder erwischt. Ja, da hat's Q-Tacke zerlegt. Van der Vaart startet, erwischt den. Und ja, spielt Schäfer den genau in die Hände. Wunderbar. So sollte man es am besten nicht machen. Marcel Jansen. Ja, Mascherano. Probiert es einmal, aber links am Tor vorbei und zwar deutlich. Aber den haben wir uns gut, ja, freigespielt. Wie gesagt, man muss viel mit dem rechten Joystick machen. Beister, er kämpft den Ball nicht wirklich. Nielsen auf Esswein. Mascherano klärt zum Einwurf. Vollner. Pinola, der Argentinier. Ja, da waren die Nürnberger zum ersten Mal im Strafraum. War aber nix. Ja, die Idee war gut gewesen. Dann erwischt man, oder? Erwischt man den? Nicht wirklich, aber es gibt einen für uns. Und Lasoga! Ja, das waren jetzt zwei Chancen. Allerdings hätte die zweite schneller werden können, oder? Die hätte, wenn er gleich geschossen hätte, hätte dieser Tor werden können. Diekmeier. Ilicevic. Das war Fehlpass. Pekard. Unten läuft S2 mit. Dort immer noch. Ja, 0-0 zur Halbzeit. Wir haben einige Chancen gehabt, gell? Nichts genutzt allerdings. Nürnberg so gut wie keine Chancen gehabt. Aber Nürnberg steht hinten nicht ganz so sicher. Und die kann man durchaus überwinden. Jetzt ist die Frage, geht einmal Ilicevic raus.
Und dann darf ich Kalhangulu eine. Kann man nicht machen, gell? Der ist fitter. Also von der Form her. So, also zweite Halbzeit. Unser Ziel ist jetzt, endlich ein Tor zu schießen. Nürnberg wackelt hinten. Kiyotake auf Pinola. Schöne Fehlpass. Gebhardt. Und das war die erste Chance für den Nürnberger. Und Faustabwehr. So, Lasoga jetzt. Und der verliert schon wieder. Kiyotake. So, einer muss weghauen. Und Nürnberg gibt jetzt mehr Gas, gell? Und der wird passen. Abgeblockt. Oh, die nächste Chance. Ja, und da ist. Ja, da hat Nürnberg richtig Druck gemacht. Und führt jetzt mit dem Tor von Pekard. Oh, so schaut's aus. Scheiße. Die haben richtig Druck gemacht, gell? Und haben uns da ganz schön hinten reingedrückt jetzt. Ja, und so schnell geht das. 5-0. Wir haben 20 Chancen gehabt. Und haben nichts draus gemacht. Und die kommen schon wieder. Haben wir da unten einen Flügelspieler schon, oder? Ja, der ist da drin. Lasoga. Hätte ich gar nicht gemeint, dass der jetzt dann reingeht. Ja, sagt das. Wir können das auch noch. So, also nochmal. Da kommt der Pass von Jirasek auf Jansen. Und dann der Feldblatt unten kann da in Ruhe flanken. Lasoga erwischt natürlich. Und Schäfer erwischt nach, aber er kann dann nur mehr am Tor vorbeilenken. Ja, also neuer Spielstand 1-1. Man muss sagen, Lasoga ist zwar nicht der schnellste Spieler von uns, also der schnellste Stürmer. Aber im Kopfball hat er es auf jeden Fall drauf. Kiyotake. Esswein. Und Adler. Jirasek, wieder Jansen. Diekmeier. Ja, der Ball, den verliert man immer wahnsinnig schnell, da muss man immer so brutal aufpassen. Ja, das war der. Hat vielleicht ideal gewesen, wenn der Stürmer schneller wird. Gebhardt und Pekard. Das war ein guter Schuss. Da war schon Wumms dahinter. Mag gar nicht wissen, ob er den erwischt hat. So, auf der anderen Seite wird gewechselt. Pekard geht oben und es gibt einen Pincheck oder wie der heißt.
Unsere Abwehr ist aber nicht gerade die hellste gerade im Moment, oder? Ja, Nürnberg, die wollen da den ersten Saisonsieg kommen. Achso, es gibt Abschluss. Karl Hangulu. Ja, super Pass. Gebhardt. Kiyotaki wieder auf Gebhardt. Und Beister. Ja, ich glaube, vorher muss ich mal wechseln. Lasogo ist schon ziemlich fertig. Und jetzt haben wir Campbell rein. Das ist zwar kein gelernter Mittelstürmer, aber den können wir ja als hängende Spitze ersetzen. Und Beister, Mann, der kann dauer gehen, oder? Da kommt Carvalho auf der linken Seite. Esswein. So, jetzt wird der Wechsel vollzogen. Vielleicht bringen wir noch die richtige Chance aus, oder? Jirasek. Daniel Carvalho. Und das war ein Missverständnis. Ein guter Führerspiel. Vollner auf Chandler. Scheiße, ich war auf der Herde. Pogatetz, Chandler. Ja, wie gesagt, der Ball, den kann man schnell erobern, aber genauso schnell wieder verlieren. Bloß weg damit, bloß weg damit. Jetzt vielleicht der Konter. Und Love Campbell. Ja, genau in die Hände von Schäfer. Scheiße. Ja, und das war's auch. Endstand heißt 1-1. Ich würde mal sagen, das war schon ganz fair, oder? Wenn man sich so die Punkte teilt. Die Chancen waren auf beiden Seiten da.